So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Wir sind momentan noch bei den Vorbereitungen zu unseren Abenteuern. Es wird jetzt aber gleich schnell gehen. Ich verteile noch ein paar Gegenstände und dann ist gut, würde ich sagen. Ich schaue jetzt da tatsächlich gar nicht so genau drauf. Einfach, dass wir von allem ein bisschen was dabei haben. Wir haben unsere neue Klasse. Wir sind bereit. Ich würde die jetzt gern ausprobieren. Irgendwo, wo ich weiß, dass ich niemandem schade. Okay. Naja. Mild weather year round makes Grancis well suited for human life. Okay. Okay. Und was ist, wenn ich einfach nur... Verbraucht es jetzt Pfeile? Okay, die kann ich ausrüsten. Nice, nice, nice. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt passt mal auf, Freunde. Grenzwall, okay. Die letzte Schlacht machen wir jetzt noch nicht. Wie gesagt, wir müssen einfach jetzt einen Haufen Sachen erledigen. Das ist... Dort? Könnt ihr mir auch nochmal sagen, was für eine Fähigkeit ich brauche, um auf diese eine Truhe hochzukommen? Da hat ja einer von euch einen Tipp gehabt. Mhm. Okay. Dringende Lieferung. Bleisphäre. Mein Gott, die können wir abgeben. Freunde, die können wir abgeben. Ich fände es jetzt gar nicht so schlecht, wenn es Nacht wird. Ja, nee, wir werden uns nach Casades beamen. Entschuldigung. Die muss ich noch holen. Also cool sieht's aus. Es erinnert mich so ein bisschen an den Haradrim aus Herr der Ringe. Gefallen tut's mir schon. Ich bin bloß, wie gesagt, einfach kein Bogenschütze. Wo wird der sein, die Bleisphäre? Hier irgendwo? Ist auch so eine Kugel. Hier. Nice, dann können wir die Aufgabe gleich lösen. Das finde ich geil. So. Morge, mein Lieber. Einmal die Bleisphäre für dich. Einmal die gesalbte Lanze für mich. Einmal keine neue Quest für mich. Okay. Um unsere Waffensammlung ein wenig zu erweitern. Wir lagern das gute Stück jetzt mal gleich ein. Die ist auch neu, sehe ich gerade. Gesalbte Lanze. Nicht ganz eine Lanze. Oh, das wären auch geile Waffen. So Speere, wisst ihr? Wie Achilles sie führt. So. Ab nach Casades. Dort holen wir uns... Dort will ich erstens mal wieder so kontrollieren, ob es irgendwelche Quests gibt, ob man mit irgendwelchen Leuten quatschen kann. Und natürlich will ich die Medaille der Schwüre holen. Es sieht schon geil aus. Also auch die Rüstung, wie er sich bewegt. Dieser Bogen, es sieht schon geil aus. Und das Nice ist ja eigentlich auch, also man ist jetzt nicht auf diesen Bogen explizit angewiesen, wisst ihr, sondern man kann ja auch viele andere Dinge damit machen. Man kann ja auch einfach in den Nahkampf mit den Dolchen gehen, gar kein Problem. Why not avail yourself of the inn to rest a while, Risen?
Na, gerastet wird's nicht. Ich laufe hier bloß an den wichtigsten Spots vorbei. Ich sammle auch gar nichts ein, um zu schauen, ob irgendwelche Leute vielleicht Aufträge haben, neue. Damn, hier hat alles gestartet. Ich finde sowas immer so krass, wenn man so ein Spiel so lang zockt. Ich meine, es sind ja jetzt doch fast 200 Folgen, die wir hier verbracht haben. Und was man so alles erlebt, wie sich auch die Umgebung ändert und wie wir sie beeinflussen. In truth, I would gladly leave here now to go anywhere with you, but I would be naught but a bird after what. Okay. Habe ich jetzt nur übersprungen, weil sich bei ihr einfach nichts geändert hat. Ja, das ist mein Home, da wo ihr gerade. Okay, das ist der Bürgermeister. Have the people of Cassidus always held their meetings in the chief's home? Ja, schon immer. Du? Then Fornival was convicted. Ja. Ah, nee. Ist es der Vater? Ich weiß es gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Müssen wir eigentlich, um mit Opis reden zu können, müssen alle Frauen in dem in der Gruppe sein? Das wäre irgendwie interessant zu wissen. Ich meine, es ist kein Problem, weil Andromache ist ja, wie man offensichtlich sehen kann, eine Frau. Und ansonsten wir halt. Ich glaube nicht, dass wir da noch viel mehr machen können. Es ist ein bisschen schade, dass oben so eine verschlossene Tür ist, die man offensichtlich gar nicht... Hello. Die man offensichtlich nicht öffnen kann da hinten. Das ist ein bisschen schade. Ihr habt uns auch nichts zu sagen, oder? Nee. Clemente. Suavemente. One could walk most of the village across the rooftops. Noch kurz in die Ding schauen, in die Taverne. Ich glaube, wir sind durch mit der Stadt. Ja. Zumindest was schön ist, unsere BegleiterInnen sammeln sehr viel. Ist schön, schön zu sehen. So, dann würde ich sagen, ab in den Brunnen, Freunde. Holen wir uns die Medaille der Schwüre, endlich. Wahrscheinlich werden wir nochmal gegen dieses Banditenpack kämpfen müssen, aber mein Gott, da müssen wir jetzt halt durch. Which way should we go? I hear running water from the right. I'll take that. Ja, mit dem Dolch zu kämpfen erleichtert einem natürlich einiges, muss ich sagen. Man kann alles machen, worauf ihr Bock habt. Und er trifft auch gut. Okay. Die sind tatsächlich zu nah dran. Boah, Alter. Puh. Noch einer? Und es verbraucht... Ja, doch, es geht schon in die Dinge rein. So, Freunde. Es geht schon in die Ausdauer, aber es hält sich, finde ich, in Grenzen. So. Gott sei Dank.
funktioniert diese Scheiße wenigstens. They're armed, Master. Ach, geh. So, Freunde, ich will zum Lager als nächstes. Erstens, weil es da einen Gegenstand gibt, den wir begehren. Oh, ich kann gerade nicht. Und zweitens, weil ich auch das Lager nach möglichen Quests kontrollieren möchte. Darf ich jetzt? Ah, nee. Es war einfach der falsche. Ich glaube, ich gehe zuerst im Finsterwald. Ich gehe zuerst zum Finsterwald, Freunde, und zum Hexenwald. Hexenwald, nicht Finsterwald. Und löse die Sache dort. So, hier soll ja anscheinend auch irgendwo eine sein. Und jetzt können wir endlich diesen ganzen Nebel beseitigen. Ich bin gespannt, ob wir hier nochmal angegriffen werden. Von den Golems. Wisst ihr? Aber wir werden auf jeden Fall jetzt mal die ganze Karte einmal freihauen. Ob das dann so bleibt, weiß ich nicht. Ob wir jemals wieder zurückkehren, weiß ich nicht. Wir nehmen auf jeden Fall den Königslorbeer mit, das ist klar, denke ich. Und ansonsten schauen wir einfach mal. Okay, hier gibt's nichts. Aber es gibt auf jeden Fall immer noch einiges zu tun. Und das finde ich jetzt wiederum geil. Ich will das Spiel nicht unnötig rauszögern. Dafür ist es auch zu groß. Aber ich will mir auch nichts entgehen lassen. Ich habe erfahren, dass ich anscheinend zwei Quests so ein bisschen versäumt habe, weil ich zu früh in den Kampf gegen den Drachen gezogen bin. Das war natürlich sehr bitter. Aber mein Gott, so ist es halt. Ey, hier muss ich schon auf meine Ausdauer aufpassen. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, so der erste Eindruck vom Bogenschießen ist schon ganz geil. Die Abilities funktionieren gut, du hast immer einen Dolch dabei. Ist schon auch eine geile Klasse, also verstehe ich schon. Wie gesagt, ich bin Krieger. Ich bin einer, der sich da gern reinstürzt. Aber eher ihn, also eher diese Klasse als den Mage. Da auf jeden Fall. Irgendwie, einer von euch hat mir auch gesagt, er spielt Mage und ich soll auf keinen Fall Mage spielen, wenn ich das richtig gelesen habe. So, Freund, nimm bitte den Königslorbeer mit. What's that? Muss ich nur noch diese blöden Dinger finden, gell? Nehmen wir den. Den können wir schon mal nehmen. Reap. Hä? Okay, das war der ganz äußerste. Der anderen, den glaube ich, konnten wir nicht kriegen. Genau, der ist da drüben. Ich bin so gespannt auf diese, auf die Golems. Warum habe ich eigentlich noch die Lampe an? Ich mag es aber auch, ganz ehrlich, in Hinblick auf ein Ende, einfach Sachen abzuarbeiten. Das mag ich schon. Es gibt eine Sache, Freunde. Es gibt eine Sache, die mir so ein bisschen fehlt. Und zwar ist es beim Bogenschützen einfach die Möglichkeit, einen Pfeil zu schießen. Ich meine, alle... Ja gut, man kann mit normalen... Attacken angreifen. Aber wisst ihr, was ich meine? So, manchmal will man vielleicht gar keine Fähigkeiten nutzen, die irgendwie drei Pfeile schießt und auch die Ausdauer runterballert, sondern manchmal will man vielleicht auch einfach einen Pfeil schießen. Jetzt schau ich mal kurz, weil diese Golems, die irgendwie... Wie sieht's denn generell mit Aufträgen aus? Namenloser Schrecken, da habt ihr mir Tipps gegeben, ja. Da haben wir, glaube ich, zwei bisher gekillt. Zusammengefalteter Brief, oh Junge, keine Ahnung. Heimlicher Verehrer, das ist das Freundesabzeichen, da müssen wir unsere,
unser Geschlecht ändern. Geo-Echsen habe ich noch keine getroffen, verbessert. Das ist alles drei im DLC-Gebiet. Vielleicht könnt ihr mir auch sagen, das wäre auch geil, vielleicht könnt ihr mir auch sagen, ob, wenn die Hauptquest vorbei ist, ob man dann noch weiterspielen kann oder ob das Spiel dann endgültig vorbei ist. Schwierig. Gargoyles, Eisengolems. Okay. Das sieht doch mir nach einem... I'll begin with the strongest. Golems are immune to magic. Find an opening and strike. Was ist das? Okay. I'll support you. I'll grab hold of it. Ich werde hier verrecken, oder? Was ist das? Warum kann ich das zerstören? Was bringt das mir? Oh, habe ich gespeichert? Oh Gott, das heilt fast gar nichts mehr. Okay. Elektrum. Das zieht ihm gar nichts ab. Ach so, die... Okay, dann müssen wir wahrscheinlich diese Dinger zerstören. Das war die 2. Dafür haben wir jetzt keine Ausdauer mehr. Du könntest mir auch helfen, Glove. Musst aber auch nicht. Ah ja, ich habe schon den richtigen Riecher gehabt. Eher durch Zufall, aber wir müssen diese Gegenstände zerhauen. Oh Gott, hoffentlich steht er nicht auch noch auf. Das ist aber... Ja. Oh, Freund. Der hat gar keinen Bock auf uns. Nee, ich brauche die Fertigkeit. Na dann, lassen wir es doch mal schön mit Magie bleiben, oder? Elektrum, Material von einem Eisengolem. Wieder was Neues entdeckt, Freunde. Ich hatte vermutet, dass der sich irgendwann bewegt. Er ist ein bisschen unspektakulärer Gegner, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Oh, er kommt. Er ist ein bisschen unspektakulärer Gegner, oder? Sehr gut, Odin. Sehr gut, aber den bringe ich zu Fall, den Kollegen. Das kannst du mir glauben. Das ist auch eine Aufgabe, ne? Monsterhearts, Eisengolems, ja? Aber die anderen Golems bewegen sich anscheinend nicht. Soll mir recht sein. Okay. Ah, Freunde, kriegen wir den noch down? 10 Minuten, das schaffen wir, oder? Unser erster Eisengolem, das kriegen wir hin. Das machen wir. Oh, da, hier fehlt noch ein Strich, okay. Auf geht's, Großer. Du hast Bock, wir haben Bock. Okay, wenn ich direkt das Zentrum treffe, zieht es ultra viel ab. Der heilt sich aber nicht durch diese Dinger, oder? Ach komm schon. Ja, ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mich schützt, Freunde, während ich diese komischen... Beschäftigt ihn doch. Okay, da hinten, boah, Alter, aber die Energie kommt ja von tausenden Orten. Metal,
Das ist ja ein völlig geistiger Kampf. Der bleibt da, oder? There's no way we could have lost to that. We must destroy those amulets. Hier ist er. Ja, der ist schon noch wütend. Okay. Gorilla Master, plated in metal. We cannot hope to overpower them. We'll find its amulets hidden about. Oh, er ist hochgekommen. Ich muss schauen, von wo die Energie... Er hat wieder eine leichte MG auf dem Kopf. Ja, den habe ich gesehen, den kriege ich. Freunde, ich glaube... Oh, nein! Ich habe die Elektrums vergessen. Shit! Oh, ich Idiot. Ich dämlicher Idiot. Ich habe vergessen zu schauen, ob die was hinterlassen haben. Hey, wo kommt das denn her? Jetzt stell dich doch bitte nicht. Seht ihr das? Das kommt aus dem Berg. Ich hätte gern mein Elektrum wieder. Please don't overdo it. What the fuck? Oh, ist das bitter mit dem Elektrum. Mein Gott! Scheiße! Gott! Meine Fresse, ich komm grad... Ciao. Ich krieg... Wo ist der? Was willst du? Meine Fresse. Ich kann gerade nichts machen. Er haut zum Glück konsequent an mir vorbei. Du könntest dich echt auf jemand anderen konzentrieren, Mann. Ich war gerade geistig nicht ganz da. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Boah, okay. Auf geht's rein da. So. Elektron. Sehr gut. Immerhin war...
Ich hoffe, dass das nicht irgendein weirder Bug ist. Ich hoffe, dass das nicht irgendein weirder Bug ist, sondern dass vielleicht steht so ein... Also, wäre krass, wenn die sich durch den ganzen Wald verteilen, aber... Möglich ist es ja. Gut, er ist weit weg. Hat's mir einen Gefallen tun und mich vor dem Dude schützen? Mega, danke dir. Golems are immune to magic. It was a fine spell. What else would you expect with my help? Now, human bones move on their own. I've had quite enough of battle. Okay, Freunde, ich versuche ein bisschen Tempo aufzunehmen, um das schnell hinzubekommen. Ich bin gespannt, ob es mit den Medaillen dann schon war. Okay. Ja, da, von da hinten kommt noch was. Vielleicht ist es auch am Ende des Flusses, wisst ihr? Er hat's richtig jetzt auf uns abgesehen. Jetzt ist auch Geschwindigkeit gefragt. Oh nein, er hat's überlebt. Er ist nicht da, er ist nicht da. Oh Gott, schnell, 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 schnell. Ich sehe noch einen Strahl. Der könnte von ganz von der anderen Seite kommen, Freunde. Metal Golem. Everyone, be healed. Okay. Ich muss das jetzt gut ausgleichen. Ich muss dieser Energiequelle folgen. Es ist eine geile Idee. Es ist auf jeden Fall eine geile Idee, wenn man denkt, dass die normalen Golems ihre Energie aus den Medaillen in ihnen das ziehen, aber natürlich so ein Metallgolem sich die Energie von woanders holt. Ist natürlich dann auch eher eine Verfolgungsjagd, aber ist auch nice. Ich glaube, es ist da hinten. Das ist das Einzige für mich, was Sinn macht. Oder halt am Grab oben. Nee, da ist es. Oh nee. Nee. Nee, Digga. Boah, ist das dreist. Ist es dreist. Nice. Okay. Golem Nummer 1 ist down, Freunde. Golem Nummer 1 ist weg. Ich brauche deine Gegenstände, mein Freund. Noch ein Elektrum nehme ich gern mit. Sag mal kurz her. Wir haben doch jetzt hier Elektrum, Golderzklumpen. Ein glänzendes Symbol des Reichtums wird zur Herstellung von Waffen und Rüstungen verwendet. Oh, Freunde. Ich muss, glaube ich, stoppen. Ich muss kurz stoppen. Ich muss mich bis morgen verabschieden. Gut, wir sind im Hexenwald.
Wir haben endlich den ersten Eisengolem weggehauen. Der steht denn hier auch drin, oder? Genau, einer von zwei. Mega geil. Und ich habe voll Bock auf morgen. Wir bekämpfen gleich den zweiten Golem, werden den restlichen Wald vom Nebel befreien. Und dann geht's weiter. Ich freue mich da sehr drauf. Haut rein. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.